Herzlich willkommen zur Aufzeichnung von Lunch and Learn, dem inspirierenden, motivierenden Einstundenformat für die Wissens- und emotionalen Quickies. Wenn Sie dieses Format nicht nur toll finden, sondern auch überlegen, kann ich das nicht auch unternehmensintern für die Mitarbeiter, für den Vertrieb, für Vertriebspartner, für Kunden nutzen? Sprechen Sie uns gerne an. Wir bauen gern Ihr persönliches Lunch and Learn Format, was auch gerne morgens oder abends sein kann. Die Idee ist, dass man vielleicht den Außendienst 2 bis 4 Mal im Jahr persönlich reinnimmt und dazwischen gibt es ein Verkäufer-TV. Spannend für Sie, einfach auf Termin vereinbaren auf dieser Seite klicken und dann unterhalten wir uns über Ihr internes TV-Format. Ihr Thorsten Jickel, gemeinsam mit dem gesamten Team Karin Burger. Und jetzt geht's los mit Lunch and Learn. Punkt 12 in München. Guten Tag, meine Lieben. Hier läuten die Glocken. Ich habe mich heute vertippt. Es ist der 21. Lunch and Learn und ich freue mich wie ein Schnitzel, weil wer uns länger kennt, weiß, dass wir eine kleine Truppe sind und eine Maßschneiderei. Und ich habe heute bei mir unseren alten Freund, aber neuen Fine Selection Speaker, Emanuel Koch. Emanuel, komm doch mit mir auf die Bühne, bitte. Hey, grüß dich, Osnabrück. Hallo, Karin. Ja, du bist der Beweis, dass man auch über die Distanz ganz viel Nähe aufbauen kann. Wir haben die letzten 2,5 Jahre über 150 Produktionen zusammen gemacht. Da warst du der Produktionsleiter in unseren Studios. Und was viele in dieser Zeit gar nicht mitgekriegt haben, weil du hinter den Kulissen was Neues vorbereitet hast, ist, dass du nicht nur unsere Technik fantastisch beherrschst, sondern eben auch ein ganz, ganz toller Vortragsredner bist und Künstler. Und wir haben heute eine Premiere, Zukunftsmusik. Ich durfte die vor 6 Wochen schon mal in Hannover live erleben und habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es so schön war. Und freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Für alle, die jetzt zuschalten, ganz kurz, was der Emanuel alles kann. Sein Motto ist, Mut verwendet alles. Der Emanuel ist ein Multitalent. Der ist Diplom-Informatiker, Autor, Keynote-Speaker und Musiker. Seit über 20 Jahren berät er deutsche Hightech-Unternehmen und hilft ihnen dabei, sich in Zeiten massiver Digitalisierung für die Zukunft strategisch gut aufzustellen und Veränderungen als Innovatoren selber zu gestalten. Seine Mission, Menschen dazu ermutigen, Herausforderungen adäquat anzugehen und die eigenen Potenziale heute und aber auch in der Zukunft bestmöglich zu nutzen. Und Emanuel, in deinen Vorträgen, das finde ich so toll, schaffst du es wirklich, tiefe Inhalte mit unglaublich toller Unterhaltung zu verbinden. Und darauf freuen wir uns heute. Willkommen beim Team Karin Burger als Fine Selection Speaker. Vielen Dank, Karin. Und schön, dass ich dabei sein kann. Es freut mich sehr, auch in die Reihen aufgenommen zu werden. Natürlich mit offenen Armen von den ganzen Produktionen, die wir gemacht haben, hin jetzt zu den Formaten auch, das, was mich als Speaker bewegt. Ich freue mich sehr und freue mich sehr, hier heute dabei zu sein, live aus dem schönen Dogma-Klang-Studio in Osnabrück. So, und wir zwei wären nichts ohne den Mann, der gleich nochmal dazukommt, lieber Thorsten Jekyll. Viele kennen dich, aber hallo, oh, heute euch. Mit meinem Lieblingshemd. Wie schön. Ja, extra für dich. Ja, auch hier nochmal, wir haben heute über 450 Anmeldungen gehabt. Wie viel dann am Ende da sind, werden wir gleich sehen, aber das wird uns der Thorsten nachher mal zurufen. Aber jetzt erstmal auch nochmal zu dir, Thorsten. Du bist seit, ich habe 21 Produktionen gezählt hier auf der Lunch and Learn Bühne, aber insgesamt waren es eben auch mit Emanuel diese vielen, vielen, vielen tollen Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Und auch bei dir wissen ja viele Lunch and Learn Gäste gar nicht, was du alles kannst. Und auch bei dir möchte ich das jetzt nochmal wirklich allen erzählen, damit sie wissen, auf welches Pfund sie hier zugreifen, wenn sie mit dir arbeiten. Der Thorsten hat als Motto bei uns Translating IT into Profit. Und der Thorsten hat echt viel Technik zu Hause, aber nichts, was man nicht braucht. Und er hat auch nicht das neueste Handy, was mich immer beruhigt. Und er sagt auch ganz oft, wenn ich ihn anrufe und sage, meine Kamera ist schon wieder 2 Jahre alt, sage ich, die geht doch. Also, und wir sind eigentlich drauf gekommen, dass der Thorsten ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist, weil er seine Sachen wirklich ewig hat und auch nicht immer das Neue kauft. Und das wird er uns heute erzählen. Ich möchte auch zu dir nochmal genau erzählen, was du alles kannst. Sehr viele Unternehmen verbrennen mit ihrer IT Geld.
Die haben alle Sachen, die viel zu groß sind und viel zu schick und aber gar nicht genutzt werden. Und dabei kann man Technik einfach nutzen. Und mit dir, Thorsten, wechseln Sie dann auf die digitale Überholspur. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Führung und Vertrieb für den Mittelstand kannst du einfach neue technologische Trends umsetzbar machen. Und weil du selber in großen Firmen gearbeitet hast, weißt du einfach auch, wie die andere Seite aussieht und wie man das machen muss, dass zum Beispiel 1000 Außendienstmitarbeiter bereit sind, Papier und Block wegzulegen und iPads zu benutzen und dann merken, dass sie wirklich Zeit und Geld sparen. Und dass die Firmen auch Dinge passieren, wo sie vorher 40 Tage gebraucht haben, um ihre Rechnungen ordentlich zu schreiben, können sie es am nächsten Tag, was einfach auch sich in Geld niederschlägt. Und deswegen vertrauen sehr viele Firmen dir als Experte und als Berater. Und du bist unser Leiter Streaming-Technik und selber ein gigantischer Vortragsredner. Du hast dich krass entwickelt in den letzten Jahren. Und heute bist du hier wieder im Hintergrund und selber Speaker. Also Thorsten macht wieder mal beides. Ja, er ist die Streaming-Leitung, aber hält auch selber einen Vortrag. Und jetzt mache ich die Bühne frei für euch. Bis später. Ja, wunderbar. Dann übergeben wir an den lieben Emanuel, der Meister der Zukunftsmusik. Viel Glück! Vielen Dank, Thorsten. Ja, normalerweise haben wir den Tom hier und der ist natürlich anders als ich ein wunderbarer Barpianist. Und ich zeige euch mal, wir sind hier einquartiert im Studio. Ich habe auch ein bisschen musikalisches Gerät mitgebracht, ne? Vielleicht zur Einstimmung. Eine kleine Sequenz aus meinem Piano-Vortrag. Also, ich bin kein Barpianist, aber ich mag es, Songs zu komponieren, die dann auf Bühnen darzustellen. Und deshalb, ich wollte eigentlich nie singen in Live-Formaten. Das ist nicht meins, weil ich mich nie als Sänger empfinde. Deshalb habe ich tatsächlich 3 Jahre in der Corona-Zeit als Redner Funkstille gehabt und dann viele Produktionen im Team Karin Burger gemacht. Jetzt ist es soweit, im letzten November haben wir dann ein Format gemeinsam auf die Straße gebracht, über das ich heute ein bisschen reden werde, über dieses musikalische Format. Das ist kein Online-Format, das heißt, ich kann das nicht eins zu eins darstellen, was wir machen, aber ich kann von der Idee erzählen und was sich dahinter verbirgt. Und ich freue mich, für dieses Format ist ein neuer Song entstanden, der ist noch nie aufgeführt worden. Wir haben ein kleines Video gemacht und es wird heute die Weltpremiere haben, hier im Lunch and Learn bei Karin Burger. Ich gucke zwischendurch hier auf den Chat. Endlich spielst du wieder. Ja, danke, Karin. In der Tat, das habe ich lange nicht gemacht. Musik macht mir aber wieder Spaß, endlich wieder. Es war so auf Park, also wir schauen da mal rein. Bevor wir also über dieses neue Format reden, vielleicht 1-2 Sätze dazu, was mich als Redner immer getrieben hat, angetrieben hat, gereizt hat. Thorsten, wenn du einmal die Charts bitte freigibst, dann kann man das sagen. Also über dieses Thema Zukunftsmusik wollen wir heute reden, was wir in der Zukunft brauchen und wie wir da hinkommen. Und ich bin seit 2012 im Rednerbereich unterwegs und was mich immer gereizt hat oder angetrieben hat, wie gehen Menschen mit Veränderungen um? Und es ist ja nun mal so, auch vor Corona, auch vor dieser ganzen digitalen Zeit, der hybriden Zeit, die Welt wird gefühlt ja immer schneller, ne? Alles wird schneller, wir müssen uns immer schneller anpassen und manchmal kommt der Mensch da nicht so richtig mit, das hier mal unten im Bild dargestellt. Also wir beschleunigen immer weiter hoch und eine ganz große Quelle dafür ist natürlich Technologie. Und Karin hat es eben gesagt, ich habe mehrere Herzen in mir. Ich bin halt vom gelernter Diplom-Informatiker. Ich liebe Technik. Auf der anderen Seite mein Leben immer schon Musik gemacht. Und Sonja, hallo, hallo nach Hamburg. Und ich bin eben Bühnenmensch. Ne? Und jetzt kommt das irgendwie alles zusammen. Auch das, was Thorsten, Karin und ich und Team auf den Bühnen gemacht haben, hybrid gemacht haben, das fließt jetzt bei mir zusammen, das freut mich. Aber ein Wort nochmal zu diesem, wo kommt das denn Ganze her? Das Ganze kommt natürlich, ist sehr technologiegetrieben und ich benutze gerne dieses Bild, was ihr jetzt da seht. Das sind zwei SD-Karten. So, und das sind diese kleinen Mini-SD-Karten, ne, die man so ins Handy packt oder in Kameras, um was zu speichern. Und links seht ihr eben die Version von 2000 und 528
Megabyte rechts, die Version sind 128, muss man aufsetzen, sonst 128, ich glaube ja, rechts 2014, 9 Jahre später 128 Gigabyte. Das heißt, da mal eben liegt dann ein Faktor von 1000 zwischen innerhalb von 9 Jahren. Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie Technologie, in welcher exponentiellen Form das Ganze eben schneller wird. Und das trifft uns eben natürlich jetzt nicht nur bei Speicherkarten, das wollen wir. Wir wollen ja mehr Speicher, aber es sind in anderen Bereichen ja auch. Die ganze Rechnerleistung skaliert hoch und damit wird eben dann auch mehr möglich. Hier nochmal das Bild von 2019, da haben sie es wirklich geschafft, auf so ein kleines Format ein Terabyte zu kriegen. Für mich als technikinteressierter Mensch unvorstellbar, wie das gehen soll. Ich habe so ein schönes Bild, was ich auch gerne benutze und das mag ich auch sehr, ist der Indianer reist nicht gerne mit dem Zug. Warum? Weil dann der Körper schneller unterwegs ist als der Geist. Naja, und wenn wir uns das mal angucken, unser Highspeed-Internet, unsere Highspeed-Welt, dann sind wir ganz schön schnell unterwegs wie Indianer. Und da kommen wir manchmal nicht so ganz mit, vor allem unser Kopf kommt da nicht mit. Und ich habe ja gesagt, die Zukunftskompetenz, ich nehme das mal vorweg, macht sich eigentlich an diesem Bild klar. Ne? Wenn wir in Veränderungsprozessen sind, wenn wir uns anpassen müssen, dann haben wir eben sowas Wolkiges vor uns. Ne? Die neue Form ist noch nicht ganz da, das Alte ist noch nicht ganz weg. Unser Kopf braucht einfach Zeit dafür. Und Während man in dieser unscharfen Wolke ist, hat man natürlich beliebig viel emotionales Gemuddel, kann man so sagen. Es ist einfach schwer, weil man eben noch nicht sieht, wo es unbedingt hingeht. Man wird auch konfrontiert mit sich selber, kommen wir gleich auch nochmal zu, so unter dem Motto, das kann noch nicht raus, das ist noch zu schlecht, das ist noch fertig, ne? Ich kriege das nie hin. Also wer schon mal ein Buch geschrieben hat, ich habe 3 geschrieben, unerträgliche Schreibprozesse, die wirklich quälend waren. Das Endergebnis ist dann schön und das ist diese Phase ist ja vom Außen verborgen, das sieht man nicht unmittelbar. Und das finde ich ganz interessant. Also ich habe auch Menschen gesehen, wenn ich Unternehmen beraten habe, ich habe Menschen gesehen, die sollten Telefonakquise machen und dann legst du denen unten einen Zettel hin, wo drauf steht, wenn sich einer meldet, dann sagst du bitte diesen Satz. Und ich habe wirklich Menschen gesehen am Telefon, die diesen Satz nicht vorlesen konnten. Ja, ist das so, weil der Satz zu schwer ist? Nein, das ist ein einfacher Satz. Ist das so, dass die das nicht wollten? Doch, die wollten das ganz bestimmt. Warum ist das dann so? Haben die sich verweigert? Nein, haben die auch nicht. Es ist so, weil es schwer ist. Dinge sind manchmal schwer. Und wir gucken zu sehr logisch, aus logischen Aspekten da drauf. Und sie sind manchmal eben, Dinge sind emotional schwer. Ne? Und wie ich mal sage, meine Probleme kosten euch Millionen, weil ich nicht der einzige Dussel bin, dem manche Sachen schwerfallen. Das reizt mich als Redner sehr. Und diese emotionalen Aspekte von Veränderung, Hüter hat das, glaube ich, mal gesagt, ne? Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn das logisch wäre, hätten wir es schon längst gelöst. Wir haben dieses Umsetzungsproblem aber noch nicht gelöst und deshalb könnte es sein, dass es eben emotionalen Ursprungs hat. Und das zusammenzufassen, finde ich total interessant. Wer eben da mehr über meine Formate wissen will, der darf auch gerne hier auf der Website mehr darüber erfahren. Und weil das Ganze so emotional ist und ich ein passionierter Musiker bin, war die Überlegung da, ja, kann man das denn nicht irgendwie zusammenfassen? Kann man nicht Musik, Business, dieses emotionale Thema zu einem neuen Format kombinieren? Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen mit euch, was die Motivation war und was dabei rausgekommen ist. Denn Veränderungsprozesse sind emotional, Musik ist emotional. Ne? Technologie treibt Veränderungen. Musik ist voller Technologie heutzutage. Ne? Also da möchte ich gleich auch ein bisschen Einblicke geben, wie sich da auch die Musikwelt komplett verändert hat. Die Musikbranche ist eine der durchdigitalisiertesten Branchen, die es überhaupt gibt. Und durch digitalisiertesten Branche. Und sie hat schon mindestens zwei Disruptionen hinter sich. Das heißt, man musste sich da auch an der Stelle ein paar Mal neu erfinden. Also was können auch Business Branchen von der Musikbranche lernen. Das war so ein bisschen die Idee. Und da es natürlich dann darum geht, Hightech treibt das Ganze, war auch die Idee, da haben wir auch mit Thorsten zusammengesessen, weil wir ja auch viel da im hybriden Bereich unterwegs sind. Ich wollte also ein Hightech-Format schaffen. Und die Idee
Jetzt zeige ich euch gleich noch mal ein paar Ausschnitte. Die Idee war tatsächlich, auf die Bühne LED-Elemente zu bekommen, wo man Visualisierung bauen kann, verschiedene Elemente visualisieren kann, andere Formen von PowerPoint, die nicht irgendwo da oben hängt, sondern mit auf der Bühne ist. Und es war eben die Idee, da funktioniert es vielleicht auch mit mir selber zu interagieren, weil eben auch Technologie ist ja so. Heute in einem Büro wird eine Person mit Laptop schafft ja viel mehr als früher drei Personen, weil sie einfach diese Technologie einsetzt. Also da auch die Idee, kann ich vielleicht mich selbst multiplizieren. Und ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen. Hier sieht man schon ein Bild. Ich habe da einen sehr roten Kopf. Das liegt nicht an meinem Blutdruck, sondern an unterschiedlichen Farbtemperaturen, an so eine Kleinigkeit, die man alle in den Griff kriegen muss. Also die Idee war, funktioniert das wirklich? Und ich zeige euch mal hier einen kleinen Ausschnitt aus den Proben, wie die Idee da war. Thorsten, kannst du das Video bitte mal abfahren? Ja, so sieht das Ganze aus inzwischen. Ich liebe LED-Technik, weil dieser Aspekt, dass man Dinge auf die Bühne mitziehen kann, ja, also mit in diesen dreidimensionalen Raum, fand ich total gut. Das ist gar nicht so einfach, das synchron zu kriegen, und es gibt auch keine Präsentationsprogramme wie PowerPoint oder Keynote, die drei Screens bestücken können. Also das mussten wir alles erst bauen, hat tierischen Spaß gemacht. War auch ein Veränderungsprozess voller wolkiger Situationen mit viel Frustration zwischendurch. Aber diese LED-Technik liebe ich inzwischen auch in Hybridproduktion, wo wir Leute zuschalten können, aber eben auch jetzt als neue Interaktionsform. Und ich kann euch das mal zeigen, wie das Ganze, wie diese Module aufgebaut werden. Das sind also so 50x50 cm Module. Man braucht für so ein Format dann natürlich eine Crew. Das kriegt man nicht mehr alleine hin als Speaker. Also da verändern sich auch die ganzen Rüstprozesse. Es ist mehr eine Show als ein reines Speaking. Und hier sieht man das. Das sind so 50x50 Module. Die werden eben zusammengekettet. Kann man in unterschiedlichsten Formen aufbauen. Und dann kann man da, wenn das Ganze dann steht, entsprechend Videos auf diese drei Bereiche projizieren. Also eine wunderbare Form, mal einen neuen Präsentationsweg zu schaffen. Alles, was mit diesen dreidimensionalen Geschichten passiert, ist auch total, finde ich auch total interessant. Hier ist es eben so ein Kompromiss, ne? Es entstehen so Präsentationsinseln hier, sieht man das mal, ne? Wie das dann von weiter aussieht. Das heißt, da erzähle ich gerade was über das Release vom iPhone, und dann kann man eben so ein iPhone mal groß machen von hinten. Das kann man also auch von weiter weg relativ gut sehen. Und was ich eben daran sehr mag hier,
Man kann dann so Inseln bauen auf der Bühne, ne, wo man da mal hingehen kann und zeigen kann, so hier an der Seite ist eben die alte Welt, da ist die neue Welt und man kann da hinmarschieren und auf der Bühne sozusagen verschiedene Bereiche, Visualisierungsbereiche ansteuern. Was auch ganz schön ist an dieser LED-Technik, hier sieht man das ich muss nochmal zurück. Wir tauchen in dieser Zukunftsmusik mal in die 80er Jahre ein. Wo kommen wir eigentlich her von der Technologie? Da zeige ich gerade diese alten Telefone. Fernsprechtischapparat 611, das ist eine Abkürzung der damaligen Bundespost, in Knallorange. Ne? Das kann man dann auf der Bühne zeigen und wie hat es geklungen, ne? Und wie waren eigentlich die 80er und wie hat sich das Ganze entwickelt. Und dann tauche ich natürlich auch ein in meine Welt. Wie habe ich eigentlich die 80er Jahre erlebt? Also der alte Emanuel vor dem jungen Emanuel, der sich gerade einen Synthesizer da gekauft hat, die Korg M1, auch war ich unfassbar stolz drauf. Und was eben schön an dieser LED-Technik ist, es wirft keine Schatten, ne? Man kann sich direkt vorstellen und ich habe null Schattenwurf, das heißt, man kann da schön Dinge erklären. Also als neues Präsentationsformat, ne? Oder hier dann, wenn man so drei Bereiche hat, da können wir auch so ein bisschen inhaltlich jetzt eintauchen, ne? Da ist dann ist jetzt nicht ganz farbecht hier, auf der linken Seite ist dann eine Langspielplatte, in der Mitte ist die CD, rechts ist Spotify. Und das ist vielleicht mal so die Stelle, wo ich inhaltlich eintauchen möchte, in dieses Thema Zukunftsmusik. Die Musikbranche ist durchdigitalisiert wie keine andere. Und das ist ein schönes Beispiel, dieser Übergang. Wir kennen das, LPs, ne, angefangen vom Grammophon, dann die Michael Jackson Thriller-Platte war, glaube ich, das meistverkaufte Album auf Schallplatte. Und dann gab es eine Innovation, nämlich die CD. Und das Interessante, deshalb sage ich auch Innovation, das Interessante an der Stelle, mit Einführung der CD ist das Endprodukt digital geworden, aber der ganze Prozess davor ist halt so geblieben. Das heißt, zu Zeiten der Langspielplatte hatte man ein Studio wie dieses, da war eine Band, die wurde aufgenommen. Dann wurde das Ganze gemischt, auf Tonband gebracht. Dann wurde das Tonband in Presswerk gebracht. Das Presswerk hat daraus Platten gemacht. Diese Platten, Schallplatten, wurden dann von einem Vertrieb in die entsprechenden Schallplattenläden gebracht. Und der Endanwärter konnte das dann kaufen und zu Hause auf dem Endgerät hören. Mit dieser Innovation CD passierte dann Folgendes. Nur der letzte Schritt, nur der letzte Produktionsschritt wurde ausgetauscht. Es blieb eigentlich alles, der ganze Prozess blieb gleich. Man hat dann nur eben im Presswerk CDs produziert. Ich brauchte immer noch ein Studio, brauchte immer noch ein Mastermedium. Ich hatte immer noch einen Tonträger. Dieser Tonträger wurde dann über eine Vertriebsstruktur in die Saturns gebracht und Mediamärkte und kam dann zum Endanwender. So, und dann kamen eben Streaming-Formate, Spotify hier im Beispiel dargestellt. Und das ist eigentlich der schöne Unterschied, ne? Von links zur Mitte, Innovation, von der Mitte nach rechts, Disruption. Weil da wurde auch das hintere Medium digitalisiert und damit änderte sich eben alles. Ne? Das heißt, die Innovation machte das Format besser, Disruption hat komplett die ganzen Prozesse, den gesamten Markt zerstört, alle Geschäftsmodelle anders gemacht. Es gibt heute noch Menschen, die in Tonträgern denken. Es gibt keine Tonträger mehr, zumindest nicht in der Masse. Es gibt immer noch Schallplattenliebhaber und es werden immer noch LPs gepresst, aber die Masse läuft natürlich über Streaming-Formate. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Wenn damit Spotify überhaupt funktionieren konnte, musste ja viel passieren. Also wir brauchten die Endgeräte, wir brauchten das Internet, wir brauchten MP3. Also da musste ja ganz viel zusammenkommen. Aber in dem Moment, wo das Ganze dann zusammenläuft, konvergiert, sagt man dann in der Technik, da gab es dann plötzlich neue Möglichkeiten, angefangen eben mit dem iPhone, die alles auf den Kopf gestellt haben. Und mit dieser Disruption war es eben so, dass man mit Musikverkäufen nicht mehr so viel Geld verdienen konnte. Also musste sich die gesamte Branche neu erfinden. Man sieht das richtig in den Statistiken, das ging dann runter, Riesenkrise. Und dann hat man eben gesagt, gut, wenn früher es so war, dass ich den Tonträger dass ich ein Konzert gegeben habe, damit die Leute Tonträger kaufen, ist es jetzt eben so, der Song ist die Idee, damit die Leute zu einem Event, zu einem Konzert kommen. Ne? Und dann sieht man halt auch genau, wie sich das entgegenbewegt hat. Ne? Früher so ein Konzert, ich habe eine Lindenberg-Karte irgendwo gesehen für 15 Mark.
Ne? Und heute ist es eben so, Konzertpreise kennt ihr selber. Ne? Also da wurde dann das Geld verdient. Dann kam Corona, die Musikbranche ist wieder dabei, sich zu verändern. Man braucht wieder neue Formate. Das ist mein Angebot mit der Zukunftsmusik. Es ist ein musikalisches Format, was es eben so noch nicht gibt. Also von links zur Mitte Innovation, von der Mitte nach rechts Disruption. Und auch ganz interessant, Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also ich meine, LPs und CDs, das ist schon eine Menge Plastik und Zeugs, was da rausgebracht wird. Und mit der Digitalisierung ist eben auch an der Stelle, die Sammler mögen sich jetzt beschweren, aber es sind auch viele CDs und Platten weggeschmissen worden. Das ist natürlich auch massiv reduziert. Also ein komplett digitaler Prozess und Workflow ist für eine solche Bilanz, CO2-Bilanz, dann oft wesentlich besser. Guck hier mal ein bisschen, guck mal, was im Chat los ist. Na, okay, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann natürlich gerne den Chat bedienen. Das ist in der Musikbranche passiert. Das heißt, wir werden das auch gleich sehen, wie man heute Musik produziert. Ich kann euch das nochmal demonstrieren. In anderen Branchen passiert natürlich gerade Ähnliches. Ne? Also es kommen viele Dinge jetzt neu zusammen. Genau damals wie in der Spotify-Zeit passiert jetzt was Neues. Und in anderen Branchen ist das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, KI, AI. Und da erleben wir ja ganz irre Dinger, die ich dann auch live auf diesen LED-Event zeige. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Wird Thorsten gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben Roboter, die beweglich sind, ohne Ende. Wir haben statt Sprecher kriegen wir Avatare, die Unfassbares leisten. ChatGPT ist in aller Munde. Und da kommt eine Welle auf uns zu, die größer ist als damals zur Erfindung des Internets. Ich glaube, es werden jetzt durch diese KI-Techniken viele, viele Bereiche digitalisiert werden können, wo man sich das vorher überhaupt noch nicht vorstellen konnte. Ja, es geht in Bereiche, selbst technisch interessierte Leute stehen daneben, neben ChatGPT, Thorsten erwähnt es nachher nochmal und zeigt es, und sagen, schütteln den Kopf, und auch ich als ausgebildeter Diplom-Informatiker schüttel einfach nur den Kopf und frage mich, wie ist das überhaupt möglich? Und das wird natürlich andere Geschäftsmodelle verändern, genauso wie mit der Musikbranche. Und wird dazu Veränderungen führen. Das heißt, da ist die Musikbranche eine wunderbare Vorlage zu schauen, wie kann man sich eigentlich neu aufstellen, wie wach muss man sein, was ist eigentlich passiert, wenn die Leute da festgehalten haben an Modellen. Ne? Und das finde ich halt total faszinierend. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn mit ChatGPT und KI und AI so viel digitalisiert wird, was kann denn nicht digitalisiert werden? Wo sind denn dann die Grenzen der Digitalisierung? Und dann kommt man natürlich auf solche Sachen wie Innovation, Empathie, Zusammensein, Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Und dann ist mir beim Spaziergang irgendwann mal eingefallen, naja gut, wenn ich eine Wand wegreißen muss, eine Wand einreißen muss, dann geht das auch ganz schlecht über einen Zoom-Call. Und daraus ist ein Song entstanden, den ich heute, wie angekündigt, releasen möchte. Ich kann mal hier einen weiterklicken. So sieht das Cover aus. Es wird am 24. Februar auf allen Musikplattformen verfügbar sein. Ich brauche eine Hilti. Wenn nämlich eine Wand weg muss, dann braucht man viele Hände, oder anders gesagt, ein Klick auf Abbruch hat noch keine Mauer zur Fall gebracht. Und voller Stolz, ja, präsentiere ich euch jetzt das Werk Ich brauche eine Hilti, was ab sofort Teil von Zukunftsmusik auch sein wird. Da seht ihr das auch so ein bisschen, wie ich das vorhabe oder wie ich das praktiziere, dass man eben gesprochene Inhalte mit Musik kombiniert und da auch eben diese Konvergenz schafft. Ich möchte nicht mehr reden. Ich freue mich voller Stolz auf den Song Ich brauche eine Hilti. Viel Spaß und schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Du sagst, alles wird digital, kann man nicht sagen, ganz so pauschal. Dein Server am Netz 24/7 kann aber keine Steine schieben. Ich mach mir heute dreckige Hände und knacke keine Codes, sondern Wände. Brauch keine Bits und Bytes,
dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Nett im Homeoffice, bequem von zu Haus, die Arbeit mit Staub, schließt das aus. Am Bildschirm auf Abbruch, doch du wirst sehen, so viel ich auch klick, die Mauer bleibt stehen. Ich bin bereit für Telearbeit, doch auf Baustellen kommst du damit nicht weit. Die Grenzen der Digitalisierung. Brauch keine Bits und Bytes, dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Brauch keine Bits und Bytes, dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Ja, soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Vielen, vielen Dank. Auch ein paar nette Kommentare erreichen mich im Chat. Danke, danke, danke. Das ist ja immer so ein Schritt, wenn man so ein Baby in die Welt rauslässt. Ab 24.02. auf allen Musikplattformen. Das Video kommt erst später raus für euch als Lunch and Learn Zuschauer, Zuschauerin. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung von dem Lunch and Learn. Da könnt ihr das Video dann auch sehen, wenn euch der Song gefallen hat. Sonst eben erst am 24.04. Ganz interessanter Side-Fact an dieser Stelle. Wir tanzen hier alle, alles klar. Team Garenburger, Bilder, wir brauchen nachher Bilder. Ich brauchte ein Cover dafür und es musste irgendwie schnell gehen. Und was viele nicht wissen, neben ChatGPT gibt es ja auch die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenz Bilder macht, individualisierte Bilder. Und ich habe tatsächlich dieses Cover, wer ChatGPT mal ausprobiert hat, da gibt es so eine Bilderfunktion. Und die habe ich mal angeworfen und habe da reingeschrieben, ich hätte gerne, was habe ich denn, was habe ich mir irgendwo aufgeschrieben? Ich brauche einen Mann, der über das Internet versucht, eine Wand einzureißen. Das habe ich hier in der KI formuliert. Unter OpenAI ist das so ein Modul, das heißt DALI oder DALI. Kennen vielleicht viele noch nicht. Und das hat mir dann rechts unten das Bild vorgeschlagen. Und war ganz beeindruckt und das habe ich dann entsprechend benutzt. Also KI auch in dem Kreativprozess nimmt einen gewissen Anteil ein. Jeder Song ist ein Kreativprozess. Und was ich mal festgestellt habe, Kreativprozesse und Veränderungsprozesse sind sehr, 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 sehr ähnlich. Die haben sehr, sehr, sehr viel gemeinsam, ne? Weil jeder Song, man kennt das Ergebnis noch nicht, man weiß noch nicht, wo das Ganze hingeht, man wird mit seiner eigenen Situation konfrontiert, das ist noch zu schlecht und so weiter. Ich habe diesen ganzen Wurm auch und
Die Frage ist ja, wie man durch dieses Wolkige schreitet. Und ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich war, dass man irgendwann, wenn man in so einem Prozess ist, und ich zeige euch gleich mal 2 Minuten aus dem wir waren 2 Tage zusammen, 2 mal 9 Stunden waren es, glaube ich. Und ich zeige euch da 2 Minuten aus, dann kriegt ihr eine Idee. Und wenn man eben noch kein Gefühl hat, wie das geht und eben man ist mit sich selbst konfrontiert, hat kein objektives Bild auf das Projekt, auch nicht auf seine eigenen Leistungen. Was halt eben ganz, ganz wichtig ist, ist dann eine Gruppe von Trusted Teams zu haben, von denen man sich auch mal nackig machen kann, also emotional, denkt es alles schlecht, und wo man dann gemeinsam schaut, so wie kriegt man das Ganze hin. Und ich baue solche Songs immer vor und hole dann jemanden dazu, der das Ganze zu Ende macht. Und hier bei der Hilti war es der Daniel, ein ganz toller Producer hier aus der vom Institut für Musik von Osnabrück. Ich wollte auch einen sehr jungen haben, dass das Ganze auch so ein bisschen fresh und locker klingt. Und wir haben diesen Leidensprozess 2 mal 9 Stunden hier durchlaufen. Das Ergebnis, danke. Also es kommen hier auch Kommentare rein. Danke für eure netten Worte. Wenn man das Ergebnis sieht, sieht man ja nicht, was dazu geführt hat, ja, und wo das Ganze hergekommen ist. Ich zeige euch einfach mal, ist wirklich spannend anzusehen. Wir gönnen uns mal diese 2 Minuten, die sind ein bisschen gerafft, das sind 2 Minuten von 2 mal 9 Stunden, dass ihr mal so eine Idee habt, wie heute Produktion aussieht. Weil man denkt ja immer im Studio, da ist eine ganze Band, ne, und ist immer was los. Nee, diese Branche ist durchdigitalisiert. Dieser ganze Song ist an 2 Laptops entstanden. 2 Laptops und das war's. Und selbst die Veröffentlichung hat diesen Laptop nicht verlassen, ist direkt aus diesen Laptops veröffentlicht worden. Schauen wir mal rein, wie das Ganze aussieht. Ich habe mal 2 Minuten aus der Drum-Programmierung euch zusammengeschnitten. Wir machen uns mal nackig hier. Thorsten, fahr mal die Datei ab. Verstehe ich. Ich mache erstmal hier eben nicht diese. Das heißt, du würdest da einen zusätzlichen. Ach so, dann dass man hier, das könnte man aber auch noch später irgendwo machen. Bratendisch, notier dir das. Aha. Gang, tam, genau. Ich merke schon, wir verstehen uns. Dann geht das nicht remote. Einfach vier Schnärs. 4 Schnarren. Und da ist ja noch dieser Ding, das muss drin bleiben. Dann geht das nicht remote. Hörst du die jetzt? Ja, die muss drin bleiben. Ja, unbedingt. Okay. Aber das. Ah ja, doch, das kann man spielen. Doch. Dann geht das nicht remote. Okay. Da könnte man natürlich auch so ein. Weißt du? Kann man auch machen. Ist, aber nicht beim ersten Mal. Ja. Und ist, glaube ich, nicht ganz so. Das würde ein Schlagzeuger spielen. Mhm. Ja. Aber bei uns spielt ja kein Schlagzeuger. Mhm. Spielt ein Gitarrist und ein Keyboard. Das ist so nämlich. Was soll damals schon rauskommen? Könnte man, aber man muss auch nicht. So ist. Und diese Frage klären wir beim nächsten Mal. Wiedersehen. Und genau dieses Kleinteilige, dass man 18 Stunden über jeden kleinen Schlag diskutiert und leidet dabei, das sieht man eben nicht, dass man 2 Minuten von 2 mal 9 Stunden, dass ihr mal eine Idee kriegt und man sitzt wirklich dann 2 mal 9 Stunden hier an einem Laptop. Und das ist Studioarbeit von heute, weil eben alles durchdigitalisiert ist.
Das als kurzen Einblick. Also die Musikbranche ist da eine wirklich ganz, ganz, ganz wunderbare Vorlage. Man kann Emotionen simulieren. Wir holen auch Führungskräfte hier ins Studio und sagen, ja, stell dich mal vom Mikrofon, 3, 2, 1, los geht's. Aha, ist schwierig. Ne? Was könnte denn helfen? Wie könntest du dein Team unterstützen? Wie könntest du den Protagonisten unterstützen? Man kann hier im Studio sehr, 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 sehr viel Emotionen simulieren. Deshalb mache ich das ganz gerne. Arbeite weiter an diesem Format Zukunftsmusik. Ihr wart jetzt Zeuge, wie ein neuer Song da reinkommt. Meine Learnings hierzu, bevor wir dann zu Thorsten gehen, der auch noch was zu diesem ganzen Thema Technik einsetzen, sagt meine Learnings, es wird mehr digitalisiert werden, als wir uns das derzeit vorstellen können. Das heißt, die Musikbranche zeigt es, das verändert alles und das wird sich in andere Branchen reinziehen. Künstliche Intelligenz wird ein wesentlicher Treiber sein für diese ganze Geschichte. Es werden nicht Menschen gegen künstliche Intelligenz konkurrieren, sondern Menschen mit anderen Menschen, die diese Tools einsetzen. Genau wie in der Musik. Ja, du bist eben schneller, effizienter, wenn du diese Produktionstools eben einsetzt. Das bringt Veränderungen mit sich, die fühlen sich nicht immer gut an. Es bringt aber auch ganz, ganz, ganz viele Chancen mit sich. Und diese Veränderungsphasen, dieses Unsichere, Unscharfe, ja, Unfertige, das fühlt sich alles nicht gut an. Die Menschen tendieren davon, da auszuweichen. Und ein Ansatz, es gibt noch weitere, ein paar Modelle dafür gebaut, aber diese Trusted Teams, ne, wenn Telefonakquise emotional schwer ist, macht's zu zweit. Wenn eben Produktion schwierig ist, ne, gute Teams bilden. Ein gutes Team habe ich hier mit dem Daniel gefunden für diesen Song. Das ist so meins, was ich euch darreiche. Und wenn die Zukunftsmusik, die kein Online-Format ist, sondern live, es ist ein Live-Format, ihr habt es gesehen mit den LED-Formaten, wenn es mit Karin Burger an irgendeiner Stelle ist, ihr werdet es mitkriegen in allen Kanälen und dann freue ich mich sehr, wenn auch ihr dabei seid. Vielen Dank. Thorsten, kommst du auf die Bühne? Da ist er. Ja, selbstverständlich komme ich sehr gerne auf die Bühne, mein Lieber. Und wir sind ja immer im Team Innen- und Außenminister. Also ich habe ja schon im Chat geschrieben, ich tanze schon seit über einer Woche, weil ich ja den Vorteil habe, dass ich schon den internen Preview von dir bekommen hatte. Genau, du hast sogar mehrere Versionen gekriegt. Du hast die letzten Evolutionsschritte mitbekommen. Ne? Live dabei. Thorsten, ich übergebe an dich, weil du hast immer tolle Impulse, wie wir Technik einsetzen können, weil nicht alles, und Gitarren spielen wir zum Beispiel auch noch richtig ein, ja, also nicht alles ist immer elektronisch richtig und gut und da hat Thorsten als abschließende Gedanken noch so ein paar Impulse für euch. Also Thorsten, ich übergebe an dich nach Berlin. Sehr, sehr gerne. Bis daher. Ja, in diesem Sinne möchte ich gerne anknüpfen an das, was Emanuel Koch heute so wunderbar aufgemacht hat. Nämlich die Frage, künstliche Intelligenz oder gesunder Menschenverstand? Meine Empfehlung, am besten beides. Und jemand, der das besonders gut macht in seiner Firma, ist Jörg Knoblauch bei Tempus. Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen hochdigitalisierten Prozess bei Tempus. Büromaterialbestellung. Und jetzt sagen Sie, hochdigitalisiert, das ist doch alles Papier. Ja, was haben die gemacht? Die haben einen Büromaterialschrank in ihrem Büro und dann kommt einmal im Monat diese örtliche Büromaterialhändlerin, nix Amazon, füllt alles auf die entsprechenden Sollbestände, alles befüllt, macht den Schrank wieder zu und schreibt einmal im Monat eine Rechnung. Wenn ich gucke, es gibt Unternehmen, die haben dafür hochkomplexe SAP-Workflows. Die Frage ist, steht das in Relation? Und genau dazu möchte ich ein bisschen anregen, dass ich einfach sage, Digitalisierung der Digitalisierung wegen erlebe ich leider viel zu häufig. Und deswegen ist meine Maxime, erst Hirn einschalten, dann Technik. Und das Bild, was Sie hier sehen, ist live aufgenommen, eben kurz vor der Pandemie. Im Dezember 2019 war ich mit meiner Frau und unserer Tochter in New York. Da wurde 4 Wochen vorher im Rockefeller Center ein Amazon Go eröffnet.
Vollautomatisiert haben Sie vielleicht schon in verschiedenen Publikationen auch gesehen. Mit 1000 Kameras, mit 1000 Technologien, mit viel Logik, wo die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie kann ich sicherstellen, dass wenn was zurückgestellt wird, ich auch entsprechend das wieder vom Bon wegnehme. Grundsätzlich eine gute Idee. Weil was wollen Leute nicht? Sie wollen nicht vor einem verschlossenen Laden stehen, sondern 24/7, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, einkaufen können. Das Blöde aber, ich bin ja jemand, der wirklich durchaus mit meinem iPhone einigermaßen umgehen kann. Ich habe aber über eine Viertelstunde gebraucht, um in meiner Amazon-App das so einzurichten, dass ich da auch einkaufen kann. Ich zeige Ihnen mal Amazon Go auf Österreichisch. Das war im Februar 2020, da waren wir Skifahren in Tirol. Und ich weiß nicht, wer das kennt, also gerne auch mal in den Chat reinschreiben. Es gibt in vielen Orten in Tirol und auch in anderen Ecken von Österreich solche kleinen Bauernläden. Ja, da hängt irgendwie auch eine oder zwei Kameras drin. Aber da muss ich keine App irgendwie haben, sondern da gibt es dann eine Liste. Da schreibt man rein, was man nimmt, man bezahlt und geht wieder raus. Was ist die Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit ist, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, was ist denn ein relevantes Kundenproblem? Also das relevante Kundenthema ist, ich möchte auch am Sonntag frische Lebensmittel einkaufen. Und das geht mit dem klassischen Einzelhandel eben nicht immer. Aber die Frage ist, ist Elektronik dann unbedingt hilfreich oder ist es manchmal nicht sogar einfacher, mit einem Blatt Papier zu arbeiten? Und deshalb ist für mich der zweite Leitspruch Relevanz vor Relevanz. Nutzen Sie bei allem, was Sie an Digitalisierung, an Technik nutzen, immer die einfachst verfügbare Möglichkeit. Albert Einstein wird unter anderem das Zitat zugesprochen, das er mal gesagt haben soll, mach die Dinge so einfach wie möglich, allerdings auch nicht einfacher. Und dazu werden wir im nächsten Schritt kommen. Und alles andere als einfach ist dieses ganze Thema Metaverse. Und ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, meine liebe Kollegin Katharina Aguilar, die sich ja auch mit diesen Themen von einer anderen Ecke her mit beschäftigt, die hat sich natürlich die Frage gestellt, rennen wir jetzt den ganzen Tag mit so einer Brille rum? Oder sind wir multisensuale Menschen, die sagen, ich möchte vielleicht nicht den ganzen Tag mit so einer Brille rumlaufen? Und wenn man sich mal anschaut, es gibt ja durchaus interessante Use Cases. Also hier mal ein Pressefoto von Volvo, wo Sie hier mehrere Elemente sehen, nämlich virtuelle Elemente, echte Elemente. Und die Idee des Metaverse ist ja, dass ich nicht auf etwas draufschaue, sondern immersiv im Geschehen bin. Und jetzt sagt mein Spieltrieb als Techniker natürlich, super, ich kann hier mein Auto sehen von unten und so weiter. Meine Frau hat das beispielsweise nicht angefixt. Und wenn ich jetzt mal schaue beispielsweise, dann gucken wir mal über den großen Teich nach USA. Und Mercedes-Benz in den USA, die haben sich mal überlegt, wie funktioniert denn bei uns Autoverkauf und wo sind die Probleme? Und in den USA läuft Autoverkauf ein bisschen anders. Wenn Sie da am Samstag zum Dealer Ihrer Wahl gehen, nicht der zum Rauchen, sondern der zum Fahren, dann würde ein Amerikaner nicht akzeptieren, dass Sie 9 Monate eben sagen, musst du auf dein Auto warten. Sondern der Kunde sagt, ich will das Auto mitnehmen, fahr nach Hause. So weit, so gut. Das Problem war nur, dass die ein bauliches Problem hatten. Jetzt sagen Sie, bauliches Problem? Ja, die haben noch keine Hilti gehabt, also ich brauche eine Hilti. Das Problem, was die hatten, wenn der Kunde im Showroom gesagt hat, dieses Auto finde ich toll, das will ich haben, dann hat die Verkäuferin, der Verkäufer gesagt, dann kommen Sie doch hinten mit ins Büro, dann können wir den Leasingvertrag fertig machen, alles wunderbar. Und das bauliche Problem war, dass da zwischen dem Showroom und dem Büro noch eine Ausgangstür war. Und da ist der ein oder die andere nochmal rechts abgebogen. Und dann haben die sich überlegt, wie kann ich dieses Problem denn lösen? Und das ist schon ein paar Jahre her. Und haben die sich dann überlegt, zu sagen, wie kann ich das hier mit Hightech und Metaverse lösen? Nö.
Was Sie hier sehen, ist die erste Generation des iPads. Das heißt, was haben die gemacht? In dem Moment, wenn der Kunde sagt, ich finde das Auto toll, please sign here. Und viele, die das iPad von Anfang an verfolgt haben, wissen, mit dem ersten iPad konnte ich diesen ganzen Fancy-Kram nicht machen. Aber die haben im Prozess gedacht und haben gesagt, wo ist denn der Engpass? Jetzt wird vielleicht die ein oder andere von Ihnen sagen, Jekyll, ich denke, du bist hier der Technikmeister und willst uns Neues der Technik zeigen. Jetzt zeigst du uns papierbasierte Prozesse, jetzt zeigst du uns ein iPad der ersten Generation. Bist du bekloppt? Natürlich macht Technologie wie beispielsweise Virtual Reality auch in vielen Bereichen total Sinn. Und es wird beispielsweise den Bereich Training und Learning im beruflichen Bereich extrem verändern. Da kann ich Ihnen übrigens als Experten, ich weiß nicht, ob du mit dabei bist, den Thorsten Fell extrem empfehlen. Also schreib gerne mal was in den Chat, lieber Thorsten, wenn du mit live dabei bist. Du bist ja ab und zu mit dabei. Thorsten Fell ist jemand, den ich sehr schätze, weil er sich sehr mit dem Thema immersives Lernen beschäftigt und eben nicht auf diesen Metaverse-Hype aufspringt, sondern sagt, was kann man heute schon machen? Und ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, wo die virtuelle Realität durchaus einen Vorteil hat. In der Ausbildung von Starkstromelektrikern. Weil, wenn Sie so einen Starkstromkasten haben und Sie langen einmal ans falsche Kabel, dann ist Klaus Lage, und das hat Zoom gemacht. Und das Problem ist eben, das macht es halt in der echten Lebensrealität genau einmal. In der virtuellen Realität kann man das so abbilden, dass man diese Brille aufhat und je näher man an ein gefährliches Kabel kommt, desto roter wird es, desto mehr vibriert das Ganze und man spürt das ganz anders, als wenn man nur eine PowerPoint-Folie hätte. Zu sagen, ja, da darf ich nicht hinreichen. Ja, aber wenn ich dann eben sage, die Brille ist rot, es vibriert, der Lärm wird laut, ist Erleben. Und wir lernen durch Erleben. Also vor dem Hintergrund absolut ein Beispiel. Gib Ihnen mal ein zweites Beispiel. Offshore-Windanlagen. Wenn Sie das Ganze irgendwo noch auf dem Feld haben, da kann man doch irgendwie hinfahren. Wenn Sie jetzt einen Montagetechniker ausbilden wollen, wie der solche Offshore-Anlagen wartet, ja, dann brauchen Sie einen Heli, um da hinzukommen. So, und jetzt können Sie sich mal ausrechnen, was Sie dort an Kosten, an Logistik, an CO2-Abdruck haben. Oder wenn jemand beispielsweise in echt ausgebildet wurde auf so einer Windkraftanlage und jetzt gibt es einen neuen Typen. Also ein Stück weit machen uns die Lufthansa-Piloten das mit dem Flugsimulator vor. Und das Ganze ist eine Weiterentwicklung. Und genau wie auch beim Flugsimulator, Sie in dem Moment, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal im Flugsimulator war, gerne mal in den Chat reinschreiben. Sie vergessen innerhalb von 5 Minuten, dass Sie nicht in einem echten Flugzeug sitzen, obwohl diese Grafiken computeranimiert sind. Und selbst in den ersten. Also ich weiß, Peter Brandl, sehr geschätzter Kollege und Pilot, der ist ja regelmäßig auch im Simulator und der bestätigt mir das immer wieder. Und genauso ist es bei VR. Das heißt, Sie haben diesen immersiven Effekt und die Munchkal, wo viele sagen, ja, das sind doch so Comicfiguren. Dadurch, dass Sie in der Virtual Reality genau hören, wenn einer links von Ihnen sitzt, haben Sie ein unheimlich stärkeres Erleben und das macht Sinn. Worum geht es beim Thema Technologien denn generell in Unternehmen? Also wenn ich sage, erst Hirn einschalten, dann Technik und dann im nächsten Schritt Technik einfach nutzen und Relevanz vor Relevanz. Was sind denn die relevanten Faktoren für Sie als Unternehmen? Und Sie wissen, ich bin mit einer Controlling-Professorin verheiratet und spätestens seit ich mit dieser Frau zusammen bin, seit mittlerweile 34 Jahren, weiß ich, was eben wichtig ist im Unternehmen. Und zwar zum einen natürlich die Frage, wie digital sind wir, aber noch viel wichtiger, Cash is King oder Queen, zu sagen, wie produktiv sind wir als Unternehmen. Und wenn ich jetzt schaue, hier gibt es die 4 Quadranten. Der 1. Quadrant, den ich hier einmal mit dem Fragezeichen versehe, wenn jemand weder digital noch produktiv ist, dann ist es, glaube ich, Zeit für ein klärendes Gespräch. Es gibt den 2. Quadranten, die ich immer so liebevoll als die digitalen Dinos bezeichne.
die eben hochproduktiv sind und mir ist ehrlich gesagt ein Außendienstler, der mit Karteikarten hochproduktiv und viel verkauft, fünfmal lieber als das, was Sie auf der anderen sehen, nämlich diese Spielkinder, die immer das neueste Tamagotchi haben, aber nichts verkaufen. Also Relevanz heißt für den Kunden relevante Kundenprobleme, Relevanz für Unternehmen heißt Productivity und Profitability letztendlich. Und deswegen ist es idealerweise so, dass Sie die digitalen Heroes haben, die das Ganze hinkriegen. Wie kriegt man das hin? Das kriegt man dadurch hin, dass die digitalen Dinos und die Spielkinder mit Respekt voneinander lernen. Das ist eine Führungsaufgabe. Und meine Erfahrung ist, dass das in der Praxis sehr gut funktioniert. Und es ist keine Frage des Alters, wenn ich mir beispielsweise meinen Vater angucke, der dieses Jahr 82 wird, der hat meistens ein neueres iPhone als ich. Der liest seine WhatsApp-Nachrichten auf der Apple Watch. Der hat vor mir Online-Banking gemacht. Also ich habe auch in Unternehmenskontakten oft die Erfahrung gemacht, dass es nicht eine Frage des Alters ist, sondern eine Frage der Einstellung. Also oft überfordern wir sogar jüngere Mitarbeitende, weil wir davon ausgehen, die können alles und die trauen sich gar nicht zu sagen, ich kann es gar nicht so. Und oft unterfordern wir die erfahrenen Mitarbeitenden, die sich gerne einbringen wollen. Und idealerweise lernen die beiden voneinander. Und wenn ich mir eben angucke, künstliche Intelligenz oder gesunder Menschenverstand, meine klare Aussage dazu ist, am besten beides. Denn meine Erfahrung ist, dass künstliche Intelligenz praktisch eine Weiterentwicklung des GIGO-Prinzips ist. Ich weiß nicht, ob Sie GIGO kennen, Emanuel kennt es mit Sicherheit, Garbage in, Garbage out. Und vielleicht hat es der eine oder die andere von Ihnen auch schon erlebt, wenn Sie eine dämliche Frage in ChatGPT eingeben, kriegen Sie auch eine ziemlich dämliche Antwort zurück. Und je intelligenter Sie mit KI arbeiten, und KI ist in meinem Verständnis ein Werkzeug, desto erfolgreicher werden Sie. Wird KI den Menschen ersetzen? Nein. Werden Menschen, die KI als Werkzeug benutzen, einen Vorsprung haben gegenüber Menschen, die KI nicht als Werkzeug nutzen? 100% agreed. Und damit das für Sie auch anfassbar wird und damit Sie zu den Menschen werden, die KI für sich als Werkzeug effizient und effektiv nutzen können, habe ich für Sie gestern Abend ein Video aufgenommen. Und bevor ich dieses Video zeige, vielleicht nochmal zwei Ergänzungen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, gestern Abend gab es von Google eine Veranstaltung in Paris. Also Sie sind hier brandaktuell und da wurde Bart vorgestellt. Und das hat nichts mit Bart Simpson zu tun, das hat nichts zu tun mit dem Bart, den Sie sich morgens wegrasieren, sondern das ist der Chatbot von Google. Und jetzt sagen Sie, ja, die machen einfach nur ChatGPT nach. Nee, Google beschäftigt sich schon seit über 6 Jahren sehr intensiv mit dem Thema KI. Und wenn Sie heute schon bei Google suchen, ist da schon ganz viel KI drin. Es wird nur von der Oberfläche nochmal besser. Und die Kollegen von Microsoft, die waren noch pfiffiger, die sind den Google-Kollegen der Woche zuvor gekommen, haben gesagt, wir beteiligen uns an ChatGPT bzw. an OpenAI, das ist der Anbieter davon, und integrieren das in Microsoft Teams und in unsere Suchmaschine Bing. Und jetzt sagen Sie, ja, Bing ist ja nicht so irgendwie der große Brüller. Wenn ich mir die Prototypen anschaue, ist das hochspannend, weil im Gegensatz zu ChatGPT haben sie nicht nur die Vergangenheit, sondern auch aktuelle Suchergebnisse. Und die Idee ist, dass sie beispielsweise bei Ergebnissen vom Chatbot dann sogar Links bekommen, die aktuell sind, wo sie nochmal tiefer reingehen können. Und es wird in die Werkzeuge integriert. Also da ist wirklich viel Musik dabei. Und wenn Sie sagen, alles Zukunftsmusik, Bing wird es mit KI Ende März geben. Und zwar 2023. Und KI, ich erlebe immer das, genauso auch vor allen Dingen beim Thema KI erlebe ich, dass wir immer die Tendenz haben, wenn eine Technologie neu rauskommt,
dann haben wir immer so diesen totalen Hype. Dann sagen wir, wow, und das ist das Tollste und das Genialste und das kann alles, kann die Welt leben und retten. Und dann kommt ganz schnell die Ernüchterung, weil wir merken, ach, das geht doch nicht so schnell, als wir denken. Und idealerweise sollte man weder in die Hype-Falle tappen, noch in die Frustfalle. Und damit Sie nicht in die Falle tippen, sondern damit Sie ab heute KI nutzen können, jetzt Film ab für die besten Tipps zu meinen drei KI-Lieblingstools. Das erste Tool, ChatGPT, kennen Sie sicherlich schon. Es gibt allerdings zwei Dinge, die Sie vielleicht nicht wissen. Zum einen, seit kurzem haben Sie die Möglichkeit, auch eine bezahlte Variante zu buchen für $20 im Monat. Damit haben Sie vor allen Dingen eine bessere Verfügbarkeit und eine schnellere Antwortzeit. Ich komme aber später noch zu einem noch empfehlenswerteren Tool. Deshalb habe ich ChatGPT Plus nicht abonniert. Später dazu mehr. Dann kennen Sie sicherlich alle die üblichen Dinge zu sagen, schreibe mir einen Artikel. Ich gebe Ihnen jetzt aber mal einen Tipp, den Sie vielleicht so noch nicht kennen. Und zwar, Sie können ChatGPT fragen, kennst du das Buch Die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris? Und natürlich können Sie ChatGPT nicht nur fragen, ob es die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris kennt, sondern ob es auch andere Bücher kennt. Ich empfehle, mit dieser Frage zu starten, denn wenn ChatGPT das Buch nicht kennt, dann kriegen Sie auch hinterher keine guten Antworten. Und die erste Einstiegsfrage ist dann immer, kennst du dieses Buch? Und dann kommt schon eine kurze Aussage dazu, ob er es kennt und um was es geht. Und jetzt kann ich natürlich fragen, okay, was sind die Kernaussagen des Buchs? Und jetzt kommen nochmal etwas ausführlicher die Kernaussagen des Buches. Das heißt hier in den entsprechenden auch stichwortartigen Formen ausformuliert. Ich finde, das ist wirklich sehr gut. By the way, wenn Sie die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris noch nicht gelesen haben, unbedingt lesen. Für mich ein extrem empfehlenswertes Buch. Das heißt, hier kommen jetzt die Kernaussagen dieses Buches und jetzt haben Sie die Möglichkeit, im nächsten Schritt auch noch weiterzugehen. Das heißt, Sie können beispielsweise sagen, schreib mir doch bitte zu dieser Kernaussage 1 einen Blogartikel mit so und so viel Zeichen. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, beispielsweise zu sagen, so wie lauten die Kapitel über Schriften des Buchs. Und Sie sehen übrigens, das Ding ist so intelligent, dass es auch merkt, wenn es einigermaßen erkennbar ist, dass es ein Tippi ist, dass er es auch noch korrigiert. Und jetzt kommen genau die Kapitelüberschriften des Buches. Und jetzt können Sie dann sagen, bitte schreib mir einen Artikel über 400 Zeichen, 400 Wörter, 4000 Wörter zu dem Kapitel 1 beispielsweise. Nutze ich beispielsweise, um zu entscheiden, welche Bücher ich lese. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt ein Tool, das ich noch für etwas intelligenter halte. Das ist Jasper AI. Und Jasper AI ist etwas teurer. Das kostet ca. $50 im Monat. Dafür hat es aber eine ganze Menge mehr. Es fängt beim Thema Chat an. Den gibt es seit kurzem auch bei Jasper. Ursprünglich hat es einen anderen Ansatzpunkt. Und hier kann ich beispielsweise auch sagen, und bei beiden Diensten ist es übrigens so, wenn Sie die Fragen in Englisch stellen, bekommen Sie englische Antworten und die sind meistens etwas besser. Wenn Sie das Ganze in Deutsch machen, dann werden die mit DeepL übersetzt. Und jetzt frage ich zum Beispiel, kennst du das Buch Kopf schlägt Kapital von Professor Faltin, übrigens auch eines meiner absoluten Favorites. Was ist der Unterschied von Jasper? Jasper kostet Geld. Jasper hat aber auch eher einen Business-Fokus. Das heißt, vom Grundsatz her wird die gleiche Basis genommen. Also GPT-3 ist die KI, die dahinter hängt, aber das Ganze mit mehr Business-Fokus. Und das sieht man dann auch in der Art der Zusammenfassung. Und auch hier können Sie jetzt weitergehen und können sagen, schreib mir bitte hier noch mehr dazu. Und hier gibt es, wie gesagt, mehr den Business-Fokus. Und hier gibt es bei Jasper dann
Templates. Und hier können Sie beispielsweise Dinge zusammenfassen lassen. Sie können hier im AIDA-Framework sich was schreiben lassen. Sie können hier sagen, gib mir im Sinne des Storytellings eine Story im Sinne von hier, dass ich sage, ich habe beispielsweise eine Digitalisierungsberatung hier, sage, was ist so das Problem, was ich habe, dass IT zwar nach Personal der zweitgrößte Kostenfaktor ist, aber meistens erhöht es die Produktivität eben nicht. Und jetzt kann ich sagen, der Tone of Voice soll optimistisch, aber professionell sein, deutsch und soll es, und das kann man eben hier in Jasper auch machen, soll es eben eher formal sein oder weniger. Jetzt kann ich sagen, wie viele Inputs möchte ich haben, und jetzt kann ich sagen Generate, und dann macht er mir hier drei Vorschläge zu diesem Thema. Und so wie bei anderen Outputs auch, ist meine Erfahrung, dass sie diese Dinge meistens nicht eins zu eins übernehmen können, weil sie doch meistens, ich sag mal, von der Sprache sehr generisch sind und es nicht immer passt. Aber man kann sich wunderbar Ideen für Dinge holen und kann die Sachen dann weiter bearbeiten. Ich gebe Ihnen mal, während er hier rechnet, mal mit einem neuen Chat noch eine weitere Idee. Sie können hier beispielsweise sagen, gib mir bitte 10 alternative Seminartitel zu einem Zeitmanagement-Seminar mit Outlook. So, das heißt, hier werden Sie sicherlich Seminartitel finden, die Ihnen nicht unbedingt zusagen werden, oder Sie werden welche erkennen, na, mehr Zeit für das Wesentliche, Professor Dr. Lothar Seibert lässt grüßen, aber ich finde, die Qualität dieser Titel ist hervorragend, die Qualität der Vorschläge in Jasper ist erfahrungsgemäß noch etwas besser. Das heißt, hier, wenn Sie beispielsweise auch eine Buchtitelideen haben, dann können Sie dort nochmal weitergehen. Und wenn ich jetzt gucke, hier haben Sie jetzt vorher, danach Brücke. Das heißt, hier genau diese Themen, die Sie als Marketingtexte nehmen können. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, aber ich würde es gerne noch ein bisschen besser haben, was können Sie machen? Sie können das Ganze kopieren. Und dann gibt es ein Tool, was ich gerade schon mal erwähnt habe, DeepL. Und bei DeepL gibt es jetzt eine Beta Write, und hier können Sie eben einen Text reinnehmen, und jetzt formuliert er Ihnen diesen Text nochmal um. Und jetzt können Sie das auch nochmal bearbeiten, können sagen, vorher nehme ich raus, ich nehme das Thema nachher raus, ich nehme das Thema der Brücke raus, und dann können Sie eben das Ganze darüber nochmal eben umformulieren und kriegen dort nochmal bessere Text daraus. Letztendlich könnten Sie jetzt auch sagen, okay, ich drehe das Ganze um und lasse das nochmal durch eine Schleife durchlaufen. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, nochmal nachzubearbeiten. Also, künstliche Intelligenz oder gesunder Menschenverstand, am besten beides. Und das führt mich zur abschließenden Frage, nämlich, was ist Digitalisierung? Und Digitalisierung ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eines. Nämlich unglaubliche Beschleunigung. Und deshalb geben Sie Gas, und dabei wünsche ich Ihnen wahnsinnig viel Erfolg und hole mir den lieben Emanuel wieder mit auf die Bühne. Und ich nehme natürlich auch gleich die liebe Karin Burger mit dazu. Dann sind wir hier in unserem Dream Team wieder zusammen. Hey, hey. Ich brauche eine Hilti. Das wird so ein Ohrwurm. Ich glaube, beim nächsten Oktoberfest werden in München alle irgendwie als Hilti verkleidet. Die haben nicht mehr diese Bierkrüge auf, sondern Hiltis. So. Positioniere mich neu. Ich schreibe auf die Visitenkarte jetzt Ohrwurm-Experte. Also. Vielen Dank auch in den Chat. Danke für euer tolles Feedback. Das ist ja immer so ein, wenn man was freigibt, so, das ist ja immer, man zeigt ja da immer dann auch. Gibt viel. So. Danke für die tollen Chat-Kommentare. Ja, ich fand toll, dass du dich klasse nackig gemacht hast. Sex Sales, ich finde es super. ein Lunch and Learn, bei dem ich selber sehr überrascht und erfreut war, was ihr wieder tolles Neues macht. Liebes Publikum, Thorsten und Emanuel, immer wenn ich weiß, was die machen, machen die schon wieder was anderes. Das ist wie bei kleinen Kindern. Ja, du denkst, die können laufen, aber dann können die schon, was weiß ich, Treppen hochsteigen. Also, ich bin am Wippen und
Ja, Emanuel, eine letzte Frage. Wir sind über der Zeit, aber heute sind wir mal Thomas Gottschalk und nicht die Tagesschau, ja. Ich habe noch eine Frage. Und ich bin dran schuld, also deswegen sage ich auch klar. Ich bin derjenige, der immer sagt, Leute, achtet auf die Zeit. Wer läuft aus der Zeit raus? Natürlich ich. Ja, das finde ich aber sehr sympathisch, weil Perfektion schafft Aggression, wie der Redner-Bonus immer sagt. Emanuel, mal uns mal ein inneres Bild. Wir haben das jetzt online gesehen, es war so ein Reinschnuppern. Und wie sieht die Zukunftsmusikbühne aus, wenn ich ein großes Event mache mit meinen 500 Mitarbeitern oder mit meinen 1000 Kunden? Wie sieht die Bühne aus? Mal mir mal ein inneres Bild bitte auf meine innere Leinwand. Ja, also man kennt das ja, man hat eine Bühne, man hat dann ein Rednerpult und ne, das räumen wir alles weg. Und wie schon gezeigt, diese LED-Wände, ja, dass wir Visualisierung machen in verschiedenster Form. Wir zeigen Folien, wir zeigen Videos, wir Einspieler, wir machen grafische Effekte. Das ist das eine. Das heißt, man kriegt solche Projektionsflächen auf die Bühne, die eben mal ganz anders sind als eine PowerPoint-Projektion. Das ist, was ich eben gezeigt habe. Zum anderen ist es eben so, dass da ein paar Keyboards spielen, ein paar Instrumente stehen. Das heißt, es gibt auch solche Live-Elemente dabei. Im Rahmen meiner Möglichkeiten singe ich dann auch, rappe mehr. Der eine sagt so, der andere so. Der eine sagt so, der andere so. Auf jeden Fall. Es ist so ein Gesamtblumenstrauß aus einer Mischung zwischen eben Speaking, Musik, Visuals, Projektion. Ne? Also und das ist eben, das kann man im Online-Format nicht so gut zeigen. Deshalb habe ich so ein paar Bühnenbilder eben gezeigt. Aber darum geht's, dass man so diese Bühne etwas anders anrichtet, als man gewohnt ist. Das ist toll. Also vor allem, wenn Leute sehr geübt sind im Veranstaltungen gucken, werden sie wirklich Zukunftsmusik erleben. Und was, ich war ja einmal bei der Premiere live dabei, wo diese süßen Bilder entstanden sind. Und was ich so toll finde, dass wirklich, wir hatten Handwerker zu Gast dort. Wir waren in Osnabrück und da waren, glaube ich, 300-400 Handwerker im Saal. Und sogar ein kleiner Handwerksunternehmer konnte die Digitalisierung der Musikbranche und diese ganzen Schritte, die ja so schön symbolisch über die LP-Abbildung von Spotify gezeigt hast, der letzte Handwerker, wirklich der Kleine, ja, konnte das für sich irgendwie transponieren im Kopf. Und das fand ich so toll, dass man wirklich auch sein eigenes Geschäft da drin überdenken kann, während man dir zuhört. Das finde ich immer so wichtig. So, jetzt haben wir über Zukunftsmusik gesprochen und Team Karin Burger hat sich auf die Fahnen geschrieben, allen, die unsere Kunden sind oder die Vorträge unserer Redner und Rednerinnen zu hören, danke Emanuel, an der Stelle, Leuten wie Emanuel und Thorsten zu hören und aber eben auch unseren anderen Leuten, dass wir dabei helfen, dass jeder und jede Einzelne ihre Zukunft besser bewältigen kann, die Gegenwart besser bewältigen kann, weil wir alle vor unglaublichen Herausforderungen stehen. Was wir zurzeit wieder in den Nachrichten hören, da bleibt mir die Spucke weg. Ich bin selber Mutter und die Vorstellung, dass mein kleines Kind irgendwo vergraben liegt, ist fürchterlich. Und das alles hat was mit Klima und mit Nachhaltigkeit zu tun, weil die Welt fliegt uns ja nicht zufällig um die Ohren. Und der nächste Lunch and Learn und jetzt noch ein Satz wird sein am 16. März. Wir haben zwei krass tolle Experten diesmal dabei, drei eigentlich. Nach Emanuel Koch, der neu ist bei uns in der Agentur, ist jetzt Fritz Lietsch auch der zweite im Bunde. Fritz Lietsch ist der Herausgeber und Inhaber der Zeitschrift Forum Nachhaltig Wirtschaften und ist krass vernetzt seit Jahren, seit 20, 30 Jahren in die Nachhaltigkeitswelt. Der hat schon nachhaltig gelebt, da wussten wir alle nicht, wie das heißt. Und der wird zusammen mit Christian Buchholz, einem der wichtigsten Innovatoren, den ich kenne, sprechen darüber, wie die Wirtschaft nachhaltig transformiert werden kann. Das macht der Fritz. Und wie man mit nachhaltigen Ideen die Welt verändern kann. Das macht der Christian. Und Sie werden erfahren, was Sie in Ihrem Unternehmen konkret tun können und wie Sie mit nachhaltigem Handeln wirtschaftlich wirklich erfolgreicher werden können. Weil wer nicht nachhaltig denkt, wird irgendwann gar kein Geld mehr verdienen. Genau. Und das ist auch alles Teil von Zukunftsmusik. Ja, ihr zwei Tollen. Ich danke euch und wünsche jetzt allen, wir sind 10 Minuten drüber, das haben wir noch nie geschafft, aber ich finde, heute haben wir es uns verdient. Ich schaffe heute alles, auch mehr Zeit. Genau. Und danke an alle, die dran geblieben sind und der 16.3. wird die nächsten Tage auch auf unserer Webseite sein, dann könnt ihr euch wieder anmelden und wer uns auf LinkedIn folgt, wird immer informiert bleiben, was wichtig ist.